So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Doom 3 BFG Edition, der nun 18. Folge. In der letzten Folge haben wir uns ein wenig durch die ganze Reihen gekämpft. Haben ein wenig Kran Tetris, wie kann man das nennen? Ich nenne es mal Kran Tetris gespielt. Ein bisschen Müll entsorgt, ein bisschen was für die Umwelt getan. Und müssen uns immer noch mit Bravo Squad treffen. Anscheinend im Sektor 4. Was für Geräusche, ey. Das macht diesen Ort nicht gerade vertrauenswürdig. Was ist das? Oh, je. Hallo? Boah, so viele Menschen. Ja. Dann komme ich da nicht durch. Boah, ey. Also. Wieso sind da so viele Leute gewesen? Ja, eine kieferlose Frechheit, ey. Oh, da gibt es wieder Erste Hilfe. Kann man bestimmt auch noch ein bisschen Zeug einsammeln. Nochmal Erste Hilfe. Und was haben wir hier? Was ist das denn? Zellen. Was sind diese Zellen? Wir bekommen Munition für Waffen, die wir noch nicht haben. Warum? Kann mir das mal einer erzählen? Autsch. Autsch. Diese Spinnen. Die Spinnen. Oh, Leben. Am Leben spart das Spiel auch nicht wirklich. Oder beziehungsweise an Erste-Hilfe-Kästen. Hätten kann ich nichts mehr machen, oder? Nö. Gehen wir einfach mal durch. Oh, wird gespeichert. Das kann nichts Gutes bedeuten. Mhm. Wow, keine Munition. Oh, da ist erstes Hilfes. Erste Hilfe. Und Medikit. Ich habe ein Medikit entdeckt. Okay, der Aufzug, den kann man nicht mehr verwenden. Diese Zeichen. Da ist bestimmt nichts Gutes. Ach, wieder dieses Gewaberzeug. Oh, ich habe gerade voll das Fiepsen auf dem Ohr. Habt ihr das auch auf dem Ohr? Ja. Oh, hallo. Ha! Aua. Tod. Ja, die drängen uns ein. Seid ihr verrückt? Spiel an. Na, jetzt müssen wir wieder ein bisschen laufen. Obwohl, das wird ja, glaube ich, automatisch gespeichert. Oder nicht? Okay, Jungs. Bam. Jetzt ging das aber mal viel besser. Jetzt, wo man weiß, wo was ist und alles. Hey, ich will das Leben einsammeln. Leben! Oh, da kann man auch noch hin. Nee, doch nicht. Sonst gab es hier nichts, oder? Nee. Auf geht's. Was nehmen wir diesmal für eine Waffe? Eine Chaingun, würde ich sagen, oder? Die Chaingun.
Stirb's! Ja, die können sich ja auch teleportieren. Okay, warum wird alles rot? Sieht nicht so toll aus. Warum wird alles rot? Deswegen. Chengan Power! Genug Monster. Alter, wenn sich selbst diese Riesenviecher teleportieren können. Was? Wo? Was? Warum? So. Ach du meine Güte. Erschreckt mich nicht. Wie Access denied. Ja, machen wir einfach den hier. Hm, lass mich raten. 1, 2, 3? Na, bin ich gut. Brauchst so schwer zu erraten. Tür öffnen. Oh, ich glaube, wir kommen jetzt zum Sektor 4. Oh yeah, Sektor 4. Das müssten wir langsam mal Bravo-Squad finden. Ich habe deine Position geortet. Die Hauptkommunikationssysteme versagen und fallen aus. Massive Betriebsstörungen auf der ganzen Basis. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch erfassen kann. Team Bravo hat die Entro-Anlage betreten. Beeil dich, du hast sie fast erreicht. Entro-Kraftwerk. Okidoki. Frag mich eigentlich, ob das ein Monster ist, was man dies. Oder ob das nur so zum Ärgern ist. Bestimmt irgendein Monster später hat dann genau dieses Geräusch. Hm, da ist doch was. Da ist ein Rüstungsfragment. Ah, wir haben ja eh volle Rüstung. Kann man eine Datensicherung machen, oder? Okay, doch nicht. Schade. Bestimmt habe ich irgendwo mal so eine Datensicherung vergessen. Okidoki, auf geht's. Ein großer Raum mit einer großen Glasgedönskuppel. Das sieht nicht gut aus. Ein Fahrstuhl. Können Sie mir helfen? Ich sitze hier fest. Schalten Sie die Türen frei und holen Sie mich raus. Kammer öffnen. Aktivieren wäre er wahrscheinlich gestorben. Kann man da irgendwas drücken? Oh, einfach mal alles drücken. Da. Was? Ein roter Knopf? Bom, gedrückt. Okay. Es geht los. Wir fahren jetzt mit dem Lift. In unseren Tod. Ah, da ist er ja, der gute Junge. Er hat den weiten Weg bis hierhin überlebt. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Ich saß in der Kammer fest, als der Strom ausfiel. Kennen wir die Grafik nicht schon? Was hier los ist. Ich verstehe wirklich nicht, warum keins der Systeme reagiert. Oh, Munition. Ich versuche, einen Uplink zum Hauptsystem zu kriegen. Dies ist ein sicheres Terminal. Vielleicht bekomme ich eine Verbindung. Okay, dann mach das mal. Was sagst du noch so? Ich werde hier bleiben. Ich kann ja hinter Ihnen abschließen. Ich glaube, hier bin ich sicher. Ja. Ich muss hier bleiben. Ja. Aber so lange wirst du ohne Essen und Trinken auch nicht überleben. Glammers. Wir haben einen PDA. Und wir haben eine Disc bekommen. Gucken wir erstmal auf die Videodisc. Mach 2, Chain. Um Armeen eine ausgewogene Ausrüstung zu bieten, orientierte sich die UAC bei der Entwicklung und Produktion der neuesten Mark II Chain Gun an vergangenen Zeiten. Dank Retro-Stil und mechanischer Robustheit ist die Chain Gun ein Muss für hartgesottene Kampfveteranen. Seinen Spitznamen Saw verdankt es seinen panzerbrechenden 30-Kaliber-Projektilen, die Gegner buchstäblich entzweischneiden. Die Chain Gun verfügt über die nötige Durchschlagskraft für Nahkämpfe und steht für einzigartige Zuverlässigkeit und Funktionalität. Die UAC, technologisch stets an vorderster Front, macht die Welt sicherer dank überlegener Feuerkraft. Ja, das haben die sich bei den ganzen Kriegen auch immer gedacht. Durch überlegene Feuerkraft werden wir stärker, beziehungsweise machen wir alles sicherer. Michael Abrams.
glaube, den hat man nicht. Sicherheitsbericht. Sicherheitsprotokoll Nummer 3072 von Delta-Sicherheitschef Michael Abrams, 15. November 2145. Ich komme gerade aus der Rüstungsabteilung, wo ich eine der neuen BFGs aus der 9000er-Serie erhalten habe. Es ist wirklich wahr, dass sie viel leichter ist als die Prototypen. Die lässt sich ganz gut tragen. Wie dem auch sei, seit einigen Wochen erstellen viele Sicherheitsteams keine vorschriftsgemäßen Berichte. Eventuell liegt es am Format des neuen SIR. Nun ja, ich werde dafür sorgen, dass jedes Team von der Schulungsabteilung in die neuen Berichte eingewiesen wird. Im Alpha-Labor gab es ein paar Sicherheitsprobleme und keiner reagiert auf meine Mitteilung. Ich habe ein Untersuchungsteam rübergeschickt, das ich jetzt auch nicht mehr über Funk erreichen kann. Ich muss wohl selber rüber. Gut, ich gehe jetzt los. Ich beende diesen Sicherheitsbericht, wenn ich wieder da bin. Ach, eine Sache noch. Ich schließe diese BFG vorerst in meinem Büro ein. Die IT-Sicherheit soll den Türcode in 901 ändern, damit niemand damit rumspielt. Chief Abrams, Ende des Eintrags. Oh ja, wir werden damit rumspielen mit einer Big Fucking Gun. Munition! Handgranatenmagazin. Wie, es gibt ein Maximum an Munition. Das wusste ich gar nicht. So! 5. Ich hab schon wieder den Code vergessen, ne? Muss ich mir echt gerade nochmal reinziehen. 531 oder so war das. Wahrscheinlich ist es total falsch. Henry Nelson, bitte um Sicherheitsüberprüfung. Mr. Abrams, wir hatten zahlreiche Meldungen. Meldung über seltsame Geräusche. Stimmt. Hier unten. Bei meinem Team liegen die Nerven blank. Und die meisten sind nicht mehr arbeitsfähig. Vielleicht würde es helfen, wenn sie einen Sicherheitstrupp in Alpha Sektor 4 schicken und den Bereich durchsuchen lassen könnten. Ich weiß, es klingt verrückt. Aber es würde mich und mein Team sehr beruhigen. Henry Nelson. Ich klinge gerade wie irgend so ein deutscher Synchronsprecher. Personalabteilung, Personalanforderungen. Sicherheitschef Abrams, wie gebeten, teilen wir Ihrer Einheit zusätzliches Sicherheitspersonal zu. Die Vorgänge um Gormans Tod waren tragisch und wir hoffen, dass derartige Vorfälle in Zukunft verhindert werden können. Das neue Personal sollte etwa in 10 Arbeitstagen eintreffen. Director Kelsey Kirsch. Krisch. Personalabteilung, mit uns fühlen Sie sich auf dem Mars wie zu Hause. Nope. IT-Sicherheitsabteilung, ungültiger Zahlencode. Mr. Abrams, wir können Ihre Türcode-Anforderung leider nicht bearbeiten, da Sie eine 0 in der Zahlfolge eingegeben haben und 0 in den Türcodes keine gültige Zahl ist. Wie Sie eigentlich wissen sollten, wegen der Dringlichkeit Ihrer Anforderung haben wir die 0 auf sind durch eine 3 ersetzt. Okay, die 0 durch eine 3 ersetzt und ich muss wissen, was war die 0. Sicherheitsprotokoll Nummer 3072 von Delta-Sicherheitschef Michael Abrams, 15. November 2145. Ich komme gerade aus der Rüstungsabteilung, wo ich eine der neuen BFGs aus der 9000er-Serie erhalten habe. Es ist wirklich wahr, dass sie viel leichter ist als die Prototypen. Die lässt sich ganz gut tragen. Wie dem auch sei, seit einigen Wochen erstellen viele Sicherheitsteams keine vorschriftsgemäßen Berichte. Eventuell liegt es am Format des neuen SIR. Nun ja, ich werde dafür sorgen, dass jedes Team von der Schulungsabteilung in die neuen Berichte eingewiesen wird. Im Alpha-Labor gab es ein paar Sicherheitsprobleme und keiner reagiert auf meine Mitteilung. Ich habe ein Untersuchungsteam rübergeschickt, das ich jetzt auch nicht mehr über Funk erreichen kann. Ich muss wohl selber rüber. Gut, ich gehe jetzt los. Ich beende diesen Sicherheitsbericht, wenn ich wieder da bin. Ach, eine Sache noch. Ich schließe diese BFG vorerst in meinem Büro ein. Die IT-Sicherheit soll den Türcode in 901 ändern, damit niemand damit rumspielt. Chief Abrams, Ende des Eintrags. Also eigentlich wäre es 901, aber das da nur nicht geht, wäre es dann 931. Kann ich eigentlich hier auch 931 eingeben? Okay, 931. Das müssen wir uns jetzt echt mal merken. Es kommt bestimmt ein Monster und drückt da drauf. Oder auch nicht. Hä, ist das nicht das Büro von Abrams? Das hier. Anscheinend nicht. Also das Büro wird anscheinend noch kommen. Oder ist es da vorne gewesen? Ich glaube nicht, oder? Nee, da war kein Raum. Oder das Leben brauchen wir nicht. 931, muss ich mir merken. Rennen!
Ach, nee, ich muss ja einen Lift nutzen. Ich Idiot. Idiot. Auf geht's. Ding, 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 ding. Tja, war wohl nix, Imp. Impi. 931. Ah! Spinnen. Wie die beide den gleichen Move machen, ey. Hallo. Spinnen. Spinne. Ich finde sogar das Geräusch voll toll, wie die über den Boden krabbeln. Wo ist der andere? Wer ist da oben? Fünf, drei, eins. Ich darf es nicht vergessen. Wir müssen jetzt den ganzen Scheiß wieder reinziehen. Double kill, 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 kill. Eieieiei. Sechste Spinne. Adrenalin, oha. Na, jetzt können wir sprinten, ohne dass wir Dings Stamina verlieren. 931. Oh, ich merke schon, wir sind schon wieder ein bisschen über der Folge. Mich kriegt der nicht. Also, das war die 18. Folge unseres Let's Plays zu Doom 3 BFG Edition. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Live Maker, over and out.